Zuerst muss der Knoten raus. Nein. Mittlerweile ist es auch verteilt. Ene mene Federkiel, kein Knoten ist hier mehr im Stiel. Hexe! Also dafür, dass die Mutter ja ihr anscheinend irgendwie die, habe ich das falsch verstanden, die Hexkraft blockiert hat und auch noch das blockiert hat. Ein Glück, das hat geklappt. Kann sie sehr viel. Ene mene Festtagsschmaus fliegt zu Runzias Hexenhaus. Hexe! Super, Blocksberg! Na endlich! Hätten wir jetzt eigentlich auch direkt zur Redaktion fahren können, fliegen können? Guck, wir sind auch durch die Tür geflogen, nicht durchs Haus, durchs Fenster. Sind wir hier richtig? Völlig richtig, Blocksberg. Das ist ein guter Platz für dich. Warum benimmst du dich so komisch? Denk nach, Blocksberg. Das ist doch Flauipaui. Siehst du das denn nicht? Doch klar, jetzt erkenne ich die Arme und Beine und das Gesicht. Ene mene große Zehen. Ich kann das, was du sagst, verstehen. Ich sag doch gar nichts. Du musst gar nichts sagen. Super! Hallo, Blumenpott. Oh, hallo, Schubia. Das Fell steht dir. Wer bist du? Ich bin's doch, Bibi. Die erinnert sich an nix. Wer bist du? Und wo bin ich? Was soll ich machen? Hast du eine Idee? Ja, Kürbis hilft gegen Vergesslichkeit. Ein leerer Kürbis. Blumentopf? Müssen wir jetzt Kürbis anpflanzen? Na, bist du vielleicht ein allwissender Spiegel? Schau mich noch ein bisschen hier um. Ja, sieht so aus. Los, komm, ich will wissen, was dahinter ist. Die Blume darf nicht da rumstehen. Oh Mann. Ein Versammlungsraum. Keiner da, ey. Hier findet die Versammlung statt. Klasse! Ich habe Blumenerde gefunden. Wir müssen tatsächlich einen Kürbis anbauen. Ich glaube es nicht. Hier findet die Versammlung statt. Was ist denn das da auf dem Tisch? Ich würde gerne wissen, was das alles ist. Ist hier irgendwo noch Kürbis, Samen, irgendwas? Können wir jetzt nur die Blumenerde hier mitnehmen? Sieht wohl so aus. Das ist der Ausgang. Nur ist den Ausgang. Komm, wir gehen zurück. Hier haben wir jetzt Blumenerde. Blumenerde. Nein. Das geht nicht. Juhu. Jetzt kannst du etwas einpflanzen. Okay, ich habe aber noch nichts. Oh, da geht's auch raus. Ich möchte wissen, wo diese Treppe hinführt. Treppe. Gut, ich gehe da runter. Boah, das sind doch Samen, oder? Ein Labor! Super! Rezepte! Steht da drinne. Ja, erstmal die. Kürbissamen. Ich nehme mir welche mit. Ja, du hast ja alle mitgenommen. Nicht nur ein paar. Ich glaube, das ist Hexenwasser. Ich brauche grünes Hexenwasser. Okay. Das ist nicht grün. Ich brauche grünes Hexenwasser. Dann mach's doch grün.
Das klingt gut. Das klingt so gut. Die sind alle gleich. Ach, die würden sich jetzt alle anders hier anhören. Läuft das Elixier durch. Mhm. Eine Kräutersammlung. Das hört sich gut an. Was ist mit Silberkraut? Brauchen wir das? Na klar. Nimm, was du kriegen kannst. Und das? Brauchen wir Goldregen? Nein. Ich denke nicht. Brauchen wir Goldregen? Achso, das ist beides Goldregen. Ich denke nicht. Das ist Knoblauch noch, oder? Was ist das? Körner? Das sind Rumpelkörner. Die brauchen wir doch. Und sonst? Rezepte? Hier kann man ein Rezept aufschreiben. Sehr praktisch. Na, mach doch. Hier kann man ein Rezept aufschreiben. Sehr praktisch. Warum macht die das denn nicht? Ich brauche grünes Hexenwasser. Was ist da, warte, was ist denn das hier unten? Oder was ist das hier? Das geht alles gar nicht. Schade. Das fertige Elixier tropft in diese Schale. Okay, das heißt. Beobachtet, Blocksberg. Ja. Nee, aber kann man dann die Sachen vielleicht hier reintun? Silberkraut. Klappt ja. Okay. Wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Ein Kürbissamen. Rumpelkörper. Super. Okay. Was wir noch brauchen, weiß ich aber nicht. Hier läuft das Elixier durch. Das klingt gut. Was ist das hier schon wieder? Da bin ich hergekommen. Ja, dann pflanze doch mal den Kürbis gut an. Hey, wir haben hier noch was zu tun. Was? Wir können ja wiederkommen. Ach so. So ganz schön dreist, ne, die Shubia. Ganz schön vorlaut. So, jetzt kann ein Kürbis wachsen. In Zeitlupe. So in 3 Wochen dann. Ah, das kann ja dauern. Geht das nicht schneller? Ich will eigentlich nicht so lange warten. Das haben wir schon verstanden. Dann futter mal ein bisschen Kekse, ein bisschen Space Cookies. Und dann gucken wir mal. Ach nein, wünsch mir Glasorchesterklang. Warum das denn? Ach so, okay. Wir können ja richtig viel machen. Aber ach, müssen wir vielleicht das Elixier da drauf tun? Okay, wir gehen nochmal runter. Komm, wir gehen runter ins Labor. Und schreiben erstmal das Rezept an die. Was ist das? An den Baumstamm? Babys Hexenbuch. Ja, ich weiß. Um zu hexen bin. Okay, wir können auch das machen. Ene, mene, Meer und Tang. Ich wünsche mir Glasorchesterklang. Warum? Wofür auch immer. Ene, mene, junge Birken. Nur grünes Wasser kann hier wirken. Hex, hex. Spitzenmäßig, Blocksberg. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Grünes Hexenwasser. Ja, nimm's. Das geht nicht. Ach so, ich kann das direkt nehmen. Ah. Das sieht ziemlich gut aus. Ja. Oh nein. Erstmal essen. Und dann. Das Rezept müssen wir noch. Ene, mene, viel Geschwafel. Rezept steht auf der Eichentafel. Hex, hex. Und ich stehe doch voll davor.
Ach so, wir müssen es wahrscheinlich immer anklicken, ne? Ah, nee, doch drei nicht. Blätter Silberkraut. Das haben wir. Möglichst viel grünes Hexenwasser. Haben wir. Und vier Rumpelkörner in einen Glasballon schütten und den Elixierspruch anwenden. Ah, nur noch ein Elixierspruch. Ja, cool. So. Ene mene wilder Stier, wir hexen uns ein Elixier. Hex, ja, das wird was. Sehr gelb. Pipi. Und jetzt? Hast du was zum Abfüllen dabei? Müssen wir jetzt wieder zurück? Ich wollte das ja schon vorher mitgenommen haben, aber nein. Gut. Nee, komm. So. Gut. Hey, wir haben hier noch was zu tun. Wir können hier wiederkommen. Du V-Pelz. Mit dem Elixier können wir dann den Kürbis wachsen lassen, oder was? Ich würde doch gerne gleich mal in die Redaktion fliegen, bevor wir dann wieder hierhin fliegen. Aber warte, wir können doch noch. Nee, können wir gar nicht. Das war ein Geschichtsbuch, ne? Irgendwas mit dem Spiegel machen. Gut, ach Mann. Wir fliegen dann mal nach Hause. Ene mene saus und braus, Kartoffelbrei, bring mich nach Haus. Hex, hex! Du, Katze bleibt da? Nee, doch nicht. Und die Pforten hier, also diese Krallen. Oh, dieses Geräusch. Aua, es tut in den Ohren weh. Okay, oben das Elixier holen, das Elixiergläschen holen. Nicht? Kann ich nicht mitnehmen? Dann kriegen wir es vielleicht bei der Dingens. Was ist mit der Pflanze? Die ist aber klein. Ja. Was gibt's hier noch? Hä, Polizeichef? Die kann man noch gar nicht benutzen, oder? Oder, weil... Das kann ich auch noch nicht benutzen. Komm, wir gehen runter. Vielleicht können wir jetzt von in die Küche. Können wir zu Runzias Haus fliegen. Ach so, tatsächlich. Wir brauchen aber doch irgendeinen Behälter, ein Glas. Können wir nirgendwo was mitnehmen? Wo könnte ich hinfliegen? In die Redaktion? Gut, dann halt nicht. Ach so, nee, das war ja direkt hier. Ene mene Festtagsschmaus fliegt zu Runzias Hexenhaus. Hex, hex! Super, Blocksberg! Na endlich! Ja, wir waren da ja noch gar nicht, ne? können wir jetzt... Die Besen von Runzia und Walpurgia fehlen. Na klar, die sind doch auf Achse damit. Auf Achse, voll die coole. Was damit? Okay, die sind auf Achse. Sehen wir ja. Gut, wir brauchen noch irgendwie... In Ordnung. Gehen wir noch mal ganz kurz rein. Vielleicht gibt es hier einen Behälter. Ein Versammlungsraum. Keiner da, ey. Sagt ihr echt immer so oft, ey? Geh mir nämlich ziemlich auf den Sack. Nee, irgendwie nicht. Dann gucken wir mal im Keller. Komm, wir gehen zurück. Vielleicht ist halt die leere Flasche von diesem grünen Zeug. Komm, wir gehen runter ins Labor.